Ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute auf dem Gartentisch haben wir wieder was aus Bayern. Die Bayernliste wird weiter abgearbeitet und zwar haben wir hier heute Brauerei Mittenwald. Ja, von wem war es eigentlich gewesen? Gute Frage, nächste Frage, oder? Ich habe keine Ahnung, habe ich das mitgenommen beim Getränke Hoffmann oder hat mir das einer irgendwie damals geschickt oder so? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Im Oktober läuft das Ganze nämlich hier ab. Also jetzt ist ja noch nicht Oktober, ja. Also noch haben wir August, wo wir das hier aufnehmen. Aber trotzdem müssen wir langsam mal machen, ne? Liegt hier schon eine ganze Weile rum. Ich weiß gar nicht. Aua, oh, Freunde, ey, krass. Ich komme gerade vom Training, ey, scheiße. Oh Gott. Man wird alt, Leute. Ich sag euch, man wird alt, da kannst du nur noch Bier trinken. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall haben wir da eine Flasche Bier zu stehen auch. Und ich würde sagen, die müssen wir jetzt mal trinken. Ne? Mal gucken, was wir da haben. Was ist das überhaupt hier? Ja, Bierstil hell. Sieht ein bisschen hochwertiger aus, muss ich sagen. Ist so ein stumpfes Etikett. Ja, Privatbrauerei seit 1808, wenn ich das so richtig sehe, ist recht klein geschrieben. Mittenwald, sagt mir irgendwas. Mittenwald, auf jeden Fall Bayern. Und ich glaube, da war ich sogar schon mal. Kann das sein, dass wenn man nach Italien fährt, dass man dadurch Mittenwald fährt? Ich weiß es nicht genau, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, ja, so lange her. Ja, okay, wie viel haben wir denn da? 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Kein Hopfenextrakt, das ist schon mal schön. So, gut. Ja, dann haben wir das auch. Würde ich sagen, ja, schön auch, ne? Mit den Alpen da so Schnee verhangen. Oh. So, und die Kapsel ist übrigens auch noch bedruckt, die zeige ich euch selbstverständlich auch noch. Ne? Schön bedruckt, das ganze NRW-Flasche. Ich mach mal auf. Ein helles also. Naja, helle. Ja, wisst ihr schon ungefähr, ne? Was es erwartet auch. Aber naja, ich sag mal nichts. So, Entspannungsverdampfung kommt raus. Ja, ist ein kleiner Auspuff, ist in Ordnung. Lassen wir durchgehen. Ding und einschenken, bitte. So. Und oh, da muss ich ein bisschen ruppiger werden. Oh ja, oh, das sehe ich ja jetzt schon. Freunde, also hätte ich das zaghaft eingeschüttet, ja, eingeschenkt, dann wäre nicht viel Blume übrig geblieben. Also das ist wirklich extrem grobporig, Freunde. Hier, schaut mal. Also das ist jetzt wirklich, also maximal zwei Finger, aber das wird knapp 90 Sekunden Standard. Ich mache es mal ganz schnell, dass ihr das seht. Ja, also da, das ist schon recht grobporig, das Ganze, ne? Also da musst du wirklich sehr, sehr ruppig einschenken, wenn du dann eine vernünftige Blume haben möchtest. Also das ist schon mal der erste Kritikpunkt. Gucke mal, noch nicht mal 90 Sekunden um und jetzt ist hier ein kleiner Finger nur noch übrig von anfänglich 2. Gibt Punktabzug, finde ich nicht so dolle, finde ich ein bisschen schade. Ihr wisst ja, ich mag immer charaktervolle, starke, fluffige Blumen. Und hier haben wir Glück, wenn sich da ein Blumenteppich legt. Ne? Also so viel erstmal dazu. Ich halte es nochmal rein, nicht, dass ihr denkt, ich übertreibe immer, aber schaut es doch selbst an. Bitteschön. Und ihr wisst selber, Gläser sind vorher bei mir immer ausgespült und immer sauber. So, Farbspektrum, wie sieht's aus? Ja, besonders tief, deep geht es jetzt auch nicht rein. Also wir bewegen uns hier, würde ich sagen, ja, auf der EBC-Skala ziemlich weit unten. Also da, wo es sehr hell ist auch tatsächlich. Ja, ein sehr helles Strohgelb, so in diese Richtung würde ich da reingehen. Leicht verblasst, leicht verwässert, also es ist jetzt nicht sehr saftig, nicht sehr kräftig. Und was mich jetzt auch noch verwundert ist, wo ist die Perlange, wo ist die Karbonisierung, da passiert ja gar nichts. Also das ist ja recht still im Glas, schaut mal. Also da ist ja, was ist das denn? Das kenne ich normalerweise nur von Bockbieren her, Freunde, was ist denn da los? Ja, also weiß ich nicht, Freunde. Also Optik, Ästhetik, also da muss ich wirklich sagen, bei über 1000 Biere, die wir jetzt schon probiert haben, sieht das recht traurig aus. Also das haben wir schon mal, ne? Also wenn du das jetzt mit einem schönen Rahmer vergleichen würdest, da aus Bayern oder ja mit einem Fürst Karl, wo wir immer herziehen, ne? Ja, oder auch gerne mit dem Wettelsheimer oder, da gibt es ja viele, da ist das hier wirklich traurig. Ja, wie wollen wir das bewerten hier? Also, Optik, Ästhetik gebe ich 2 von 5/6 möglichen Punkten. Das sieht wirklich ein bisschen traurig aus hier. Jetzt hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Also das sieht von außen, sieht das ja hier so toll aus. So, mal anschnuppern hier, komm. Ja, wenigstens hier passiert ein bisschen mehr. Das ist eine große Überraschung. Man nimmt tatsächlich Aromahopfen wahr. Das ist ja nicht selbstverständlich bei einem hellen, ne? Aber das ist schon mal... Doch.
Oh ja, doch, 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 da ist ordentlich Hopfen, was man rausriecht, ne? Das ist so sehr mild. Das ist mild, aber durchaus wahrnehmbar vom Bouquet her, ne? Das ist so schön frisch auch. Leicht blumig. Ein bisschen Malzkörper kommt auch durch. Jo, doch, doch. Riecht wesentlich besser, als es aussieht. So, jetzt muss es nur noch gut schmecken. Naja, dann sind wir doch wieder Freunde, ne? Ihr Lieben, würde ich sagen, der Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Aha. Oh. Oh. Ja, Freunde. Das kann sich riechen und schmecken lassen. Müsste nur noch ein bisschen mehr an der Optik arbeiten, ne? Durchaus. Ihr wisst schon, ne? Aromaspitzen. Und das ist eine große Kunst bei einem hellen, Freunde. Aus dem Grund, ja, ihr merkt schon, das Lächeln ist schon wieder hier, angesetzt. Die Backen sind schon wieder voll. Er fängt an zu sabbern, weil das ist ein helles, das tatsächlich Aromaspitzen besitzt. Das merkst du. Das ist recht angenehm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo bewegen wir uns da? Dynamisch oder eher gemütlich? Da möchte ich gerne nochmal einen zweiten Schluck nehmen. Boah, geil. Geil. Schwierig. Also Attribute, wo bewegen wir uns? Gemütlich oder dynamisch? Also du kannst es tatsächlich recht zügig trinken, dynamisch. Ich würde es aber nicht empfehlen. Wir haben jetzt hier eine Trinktemperatur zwischen, na, ich sag mal zwischen 6 und 7 Grad in etwa. Kommt ja frisch aus dem Kühlschrank. Ich fände es ein bisschen zu schade, wenn man das so schnell wegexen würde. Deswegen, ich tendiere tatsächlich eher zum gemütlichen Bier hin, weil eben die Aromaspitzen wirklich ganz, ganz deutlich und ganz, ganz interessant tatsächlich nach vorne auf die Zunge treten. Und aus diesem Grund würde ich sagen, eher ein gemütliches Bier. Kleinere Schlucke nehmen, durchaus ein bisschen länger im Mundraum behalten, Temperatur anziehen lassen und dann wird man sich auch erfreuen und man wird tatsächlich auch belohnt eben durch diese Aromaspitzen. Und die schauen wir uns jetzt nochmal kurz ein bisschen genauer an. Wahnsinn. Also du hast einen sehr lieblichen Malzkörper, der auch klar nach vorne kommt, ne? Also du merkst richtig, da ist diese Getreidigkeit nicht zu aufgesetzt, sondern schön linear, aber deutlich wahrnehmbar. Bringt eine leichte Süße mit, finde ich gut. Darf beim Hellen auch so sein, sollte vielleicht sogar. Geht dann über in so eine leichte Fruchtigkeit rein, die jetzt nicht mehr zu definieren ist. Überreife Apfel, überreife Birne, also ganz traditionell. Dann kommt dieser Aroma-Hopfen nach vorne. Und der setzt zum Glück, das ist das Schöne immer, sehr, sehr früh ein. Und das ist auch das, was wirklich auf der Zunge Spaß macht. Das ist generell schon eher ein weicheres Bier, sehr samtig im Mundraum. Und wenn dann noch dieser schöne Aroma-Hopfen wirklich durch diese, ja, Hopfenfloralität total nach vorne kommt, dann merkst du auch, ne? Das sind richtige Aromaspitzen, die auch, ich will jetzt nicht sagen Vanille, das ist ja langweilig, wenn ich immer sage, alles schmeckt nach Vanille, ne? Aber das ist so, das geht schon so ein bisschen so in diese Richtung rein, ne? So ein bisschen karamellig, ein bisschen Vanille, ja, so ganz bisschen blumig auch, so alles eher so zart, lieblich, so in diese Richtung baut sich das Ganze in der Textur auf. Ja, doch, so kann man es ausdrücken, ne? So zart, lieblich. Vielleicht sogar ein bisschen Honig. Lecker, lecker. Gut, für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen intensiver sein da, ne? Mit den.
Aber das nimmst du schon wahr, ne? Das ist eine Wohltat, Freunde. Das ist eine Wohltat. Ja, aber schade nur, dass das so traurig aussieht, ne? Das ist wirklich schade, weil das riecht gut, das schmeckt gut. Ja, das ist, bescheiden sieht's aus irgendwie. Was da wohl für ein Hopfen drin sein mag. Schön, sehr schön. Oh ja, stelle ich mir gut so vor, ne? So nach dem Essen so. Das ist gut, auch im Sommer, das passt. Ich habe wieder eine falsche Bewegung gemacht. Oh, scheiße. Lecker, Freunde. Müssen wir bewerten. Da ist ja hier auch, ne? Ja. Brauerei Mittenwald Hell. Haben sie gut gebraut da, die Braumeister. Also das... Also ich würde ja schon wieder fast jetzt hier eine Krone-Bewertung rausrotzen, ne? Und dann sagt er ja auch immer, ja, Mensch, ich hab hier so flatter, aber uff da. Ja, deswegen, komm, bleiben wir mal da, hier lassen wir die Kirche im Dorf. Aber trotzdem, das muss ich hoch bewerten. Tut mir leid, mir schmeckt das einfach. 5/5/6 möglichen Punkten ist es mir tatsächlich wert. Das ist lecker. Da kann man sich 2, 3 Flaschen einpacken. Meines Erachtens auch seinen Gästen anbieten. Ganz klar eine Empfehlung, ne? In dem Sinne, Freunde, Biersuffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersuffler.